Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 5.12.2020. Es ist Samstag. Heute war Sonja da. Wir waren 1,5 Stunden spazieren. Es war ganz nett mit ihr. Und wir hatten viel Spaß. Und dann haben wir Kaffee getrunken und getratscht. Ich habe mich jetzt doch kurzfristig gegen meine Assistentin entschieden und dass ich sie nicht mehr bis zum Monatsende behalte, weil es einen Vorfall gab, indem sie 13 oder 14 Stunden, die sie nicht gemacht hat, verrechnet hat mit Assistenz 24. Und weil ich es nicht kontrolliert habe, weil ich ihr vertraut habe, so wie ich Sonja vertraue, sind diese Stunden ja ausbezahlt worden. Und es drückt mich jetzt das schlechte Gewissen, weil sie unrechtmäßig zu Geld gekommen ist. Und ich das nicht kontrolliert habe, weil ich gutmütig war und nicht mitgeschrieben habe. Und weil ich hier 1,5 Stunden ungefähr extra schreiben hab lassen, aber trotzdem sind 13 Stunden oder 14 Stunden zu viel geschrieben worden. Auch wenn man diese 1,5 Stunden, die ich sie schreiben hab lassen, weil ich sie früher nach Hause geschickt habe, als der Dienstzeitraum eigentlich gewesen wäre, trotzdem sind da fast 14 Stunden dabei extra noch dazu gedichtet worden. Und ich habe sie gleich am Tag, wo ich die Abrechnung bekommen habe, drauf angerufen und sie hat nur lachhaft gemeint, sie ist da wo angekommen beim Computer. Und das war keine Absicht und es kann passieren oder so. Ich habe mir das erstmal gefallen lassen. Aber ich habe halt mit meinen Eltern geredet. Und ich bin von 9 Stunden ausgegangen, die zu viel verrechnet wurden. Und meine Mutter hat es nachgerechnet und ist auf fast 14 Stunden gekommen. Und dieses Missverständnis war sie auch nicht bereit zu klären, sondern hat immer nur gesagt, es wäre ein Missgeschick gewesen und diese 9 Stunden, die ich vermutet habe, dass sie mich betrogen hat, ich hätte sie akzeptiert, aber wie ich dann drauf gekommen bin, dass es fast 14 Stunden sind. Oder fast, ja, 14 Stunden sind. Habe ich mir gedacht, nein, eigentlich ist es das nicht. Das ist nicht wert, weil 14 Stunden, das sind für uns, sind für uns einiges an Geld und für Assistenz 24 natürlich auch. Und ich möchte nicht, dass sie noch jemand anderen um Stunden betrügt, so wie sie es bei mir gemacht hat, aus Gutmütigkeit oder so. Sie hat es ja ganz schlau gemacht, sie hat die 9 Stunden, die ich am Anfang vermutet habe, dass sie zu viel verrechnet hat, nicht alleine
einen Tag geschrieben. Sie hat insgesamt 14 Stunden an mehreren Tagen aufgeteilt. Jeden Tag im Monat, den sie arbeiten bei mir sollte, obwohl sie zwei davon gar nicht da war. Und jeden Tag bis um 4:30, obwohl sie oft nur bis 3:30 da war. Oder 2:30, je nachdem. Und ich meine, wenn ich schon sag, ich gebe dir eine halbe Stunde mehr oder so, dann ist das ja ein Zuvorkommen von mir. Es ist zwar nicht richtig, aber ich zahle diese Stunde auch. Zumindest ein Teil davon. Oder diese halbe Stunde. Ein Teil davon. Und dann mache ich das auch gerne, aber 14 Stunden rauszunehmen und sich so bezahlen zu lassen, ohne dass sie was geleistet hat, ist nicht richtig. Und ich hoffe einfach, dass sie von Assistenz 24 abgemahnt wird. Ich habe sie aus meinem Team rausgeschmissen. Als ich da heute drauf gekommen bin, dass es mehr als 9 Stunden sind. Und auch meinen Eltern zuliebe, weil die zahlen die Assistenzstunden. Zumindest den Teil, den wir selbst zahlen müssen in Österreich. Und ich kann meine Eltern da auch verstehen, dass sie sauer sind und dass sie das nicht gut finden und dass sie auch nicht mehr wollen, dass Corona kommt. Und deswegen habe auch ich meinen Schlussstrich gezogen. Weil es war ein Fehler von mir, ja. Aber ich war halt einfach gutgläubig. Und es wird nicht nochmal vorkommen. Zumindest bei neuen Assistenten nicht. Und ich würde mir jetzt immer aufschreiben, wann wer kommt und wann wer geht. Und wenn das mit den Assistenzstunden nicht übereinstimmt, dann wird derjenige abgemahnt und nach dem zweiten Vergehen gefeuert. Weil es ist zwar nur ein Bruchteil, den wir zahlen müssen, aber es ist ein Teil, den mein Vater verdient, für den er schwer arbeiten geht. Und es wäre nicht richtig, ihm das auf ihm sitzen zu lassen. Aber ja. Sonst geht's mir heute so mittelmäßig. Ich habe viel nachgedacht über das mit Corona und habe mich auch sehr geärgert über meine Nachlässigkeit und dass ich im Endeffekt so blind war und mich so belügen habe lassen. Und ja, das ist schwierig, weil sie hat ja nicht nur, was das angeht, gelogen, sondern über mehrere Dinge. Aber ich möchte hier keinen Rosenkrieg anfangen. Wenn sie glaubt, dass es wahr ist, was sie mir alles erzählt hat, dann soll sie das glauben, aber dann soll sie sich Hilfe suchen. Weil ich glaube nicht, dass das alles stimmt. Nicht mal ein Bruchteil davon, was sie mir am Anfang erzählt hat und was sie mir die letzten Tage erzählt hat. Und ich finde es einfach falsch, dass man Menschen so belügt. Es sollte eine Freundschaft entstehen. Ich fand sie nett, ich hatte Mitgefühl. Und sie hat es beinahe ausgenutzt.
Aber so ist anscheinend die Menschheit heute. Sonst geht's mir mittelmäßig, wie gesagt. Und mit Sonja war es schön. Und mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Außer unsere Mitmenschen nicht zu Hause. Es könnte auf euch zurückfallen, wenn es aufliegt. Aber ja, damit hat sie nicht gerechnet. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.